So, hallo, unser Handy ist angekommen. Wir haben das billigste bestellt, nämlich das Nord. Ganz wichtig ist, ihr müsst darauf achten, also das heißt OnePlus Nord. Das OnePlus Nord 2, was es auch gibt, wird nicht unterstützt. Und am Freitag machen wir die erste Schulung. Und da ist einfach wichtig, dass ihr euer Handy schon mal auspackt und auch kurz vorbereitet, damit wir eben am Freitag auch in der Schulung direkt loslegen können. Und zwar ist es so, dass Nord kommt mit Android 10 und wir brauchen aber noch das Update auf Android 11. Das heißt, wenn ihr das Handy habt, bekommen habt und ausgepackt habt, müsst ihr es erstmal an den Strom hängen. Das mache ich jetzt mal kurz. Und dann fängt es auch an hochzufahren. Und dann ist es wichtig, ihr braucht jetzt keine SIM-Karte einlegen oder gar nichts machen. Ihr müsst einfach nur einmal durch die Konfiguration gehen und dann das Update starten. Das funktioniert bei allen OnePlus gleich. Wer sich für ein anderes Handy entschieden hat, muss sich halt bei den anderen Herstellern ähnlich durch die Einstellungen begeben. So, jetzt gucken wir mal. Drück mal lange den Anschalter, dann geht's an und fährt dann hoch. Damit das Video nicht so lange dauert, schneide ich das vielleicht gleich wieder raus. Gucken wir doch mal, wie lange das hochfährt. Plopp. Ach nee, da ist es schon. Gut, also dann stelle ich mal um auf Deutsch. Deutschland. Starten. So, dann sagen wir hier einfach zustimmen. Dann Mobilfunkverbindung herstellen, überspringen, brauchen wir jetzt nicht. Dann mit WLAN verbinden machen wir jetzt auch einfach mal überspringen. Offline einrichten, Datum und Uhrzeit einfach auf Weiter klicken. Also wir brauchen gar nichts tun, weil es wird hinterher eh alles wieder gelöscht. Hier bei Google machen wir trotzdem mal einfach alle Dinge aus. Drücken auf Akzeptieren. Auch hier wieder Co-Creation können wir überspringen. Fingerabdruck überspringen wir, Displaysperre machen wir auch überspringen, trotzdem überspringen. Dann einfach hier die Schriftart nehmen wir, ich zeig's mal, können wir noch weiter hin, einfach den Standard nehmen, einfach weiterklicken, bei Navigationsleiste das linke nehmen, also da ist wichtig zu sagen, wir nehmen die Variante mit letzte Start zurück. Dann auf Weiter. So, das ist die Einrichtung auch schon abgeschlossen. Jetzt merkt man schon, das ist so dieses übliche Gedöns. Wenn man so ein Handy kauft, sind tausende von Sachen drauf. Jetzt muss es einmal mit dem WLAN verbinden. Da klickt man einfach lange auf den WLAN-Button. Wir sehen es auch hier bei uns im Büro, gibt es ganz, ganz viele. Ich klicke jetzt hier einmal auf WLAN hinzufügen und habe für mich außerhalb des Videos einen QR-Code vorbereitet, den ich jetzt gerade scannen kann. Das heißt, ihr verbindet euch einfach ganz normal mit dem WLAN. Das hat jetzt bei mir schon geklappt. Und jetzt ziehen wir einmal von oben nach unten und sehen hier unten auch, da kommt schon System-Update. Falls man System-Update nicht sieht, kann man auch einmal hier auf Einstellungen gehen, hier nach Update suchen. Dann gibt es hier System-Updates, was dann erscheint. Dort klicke ich drauf, dann sehe ich es hier unten, dass es schon hervorgehoben ist. Jetzt sagt er hier schon auf Updates prüfen und jetzt kommt eben ein 3 GB großes Update. Dort einfach auf Herunterladen und Installieren klicken und dann einfach durchlaufen lassen. So, und jetzt seht ihr auch schon, deshalb ist es eben wichtig, dass ihr das vorbereitet für die Schulung, wenn ihr erstmal 3 GB Update runterladen müsst und das dann installieren lassen müsst. Dann verlieren wir natürlich wertvolle Zeit. Von daher wäre das super, wenn ihr das schon vorbereitet. Ich danke euch und bis bald. Tschüss.